Okay, ich habe Angst, das in der Öffentlichkeit zu sagen, aber es gibt eine Sache, die ich an den Christen nicht so mag. Und diese eine Sache, wenn du die immer wieder weitermachst, dann wirst du letztendlich das Ziel nicht erreichen. Diese eine Sache, die ist so kontraproduktiv, dass es ganz wichtig ist, dass du das verstehst. Und zwar diese eine Sache, die ich nicht mag an den Christen. Und das hast du vielleicht schon mitbekommen hier in den Kommentaren, ist die ständige Verurteilung. Und ich sehe das bei mir in den Kommentaren ständig, dass die Leute sich zum Beispiel gegenseitig verurteilen. Das geht so die ganze Zeit hin und her. Da merke ich das selber, dass ich verurteilt werde für das, was ich mache, für das, was ich bin. Und ich habe erst gedacht, an mir ist etwas falsch dann. Aber ich musste dann feststellen, das ist nicht so, weil es noch ganz viele andere YouTuber gibt, die genauso behandelt werden. Es gibt ganz viele andere YouTuber, die sich darüber auch schon beschwert haben. Und es sind sogar christliche YouTuber, wo ich immer so aufgeschaut habe und gedacht habe, wow, das ist ein richtig guter Christ. Über diesen YouTuber, der heißt Chris Schuler zum Beispiel, vielleicht kennst du den ja, da gibt es einen Kanal, der wurde extra erstellt, um ihn dann fertig zu machen von einem anderen Christ. Und über mich wurde ja auch schon ein Video gemacht, vielleicht kennst du den Kanal auch, Achtung Lichtarbeit. Es war übrigens für mich eine große Ehre, weil er hat kostenlos Marketing gemacht. Ja, ich habe dadurch einige Abonnenten dazu gewonnen. Aber das, was Schlimmes ist halt dieses Heruntermachen und dieses Verurteilen. Und das musst du halt wirklich verstehen. Weil wenn du andere Leute verurteilst, dann verurteilst du letztendlich Gott. Weil das ist letztendlich Gottes Schöpfung. Und wenn du verurteilst, dann bist du selber nicht in der Liebe. Und was ist das größte Gebot von Gott? Seid in der Liebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du aber anfängst, deine eigenen Mitmenschen, deine eigenen Mitchristen ständig zu verurteilen und zu schulmeistern, dann wirst du das erste Gebot und das höchste Ziel von Gott nicht erreichen. Weil Gott sagt ja, du erkennst mich in der Liebe. Die Liebe ist das Wichtigste. Und deswegen appelliere ich dazu, dass wir Christen aufhören, uns gegenseitig zu verurteilen. Weil das macht keinen Sinn. Das ist nämlich kontraproduktiv. Weil der Schlüssel ist letztendlich die Liebe. Die Liebe ist das, was alles transformiert. Die Liebe ist das, was du bist. Und wenn du das wirklich erkannt hast, dann kannst du gar nicht andere Menschen verurteilen, sondern du siehst da nur noch die Liebe draußen, wenn du erkannt hast, dass du Liebe bist. Und so, meine Freunde, werden wir Gottes Reich und das Himmelreich hier auf der Erde wirklich erschaffen, indem wir anfangen, unsere Mitmenschen zu lieben, indem wir anfangen, die Liebe in uns zu erkennen. Und wenn wir sie erkannt haben, werden wir anfangen, die Mitmenschen zu lieben und wir werden uns gegenseitig unterstützen. Und ihr müsst einfach verstehen, dass jeder Mensch für sich einzigartig ist. Jeder Mensch hat einzigartige Fähigkeiten. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch ist perfekt. Jeder Mensch wurde von Gott perfekt ausgestattet. Und jeder Mensch trägt auf seine Art und Weise etwas dazu. Und da braucht man denjenigen nicht verurteilen, weil das macht es auch nicht besser. Du wirst ihn dann auch nicht unterstützen dabei. Und wenn du anfangen möchtest, die Liebe in dir zu entdecken, dann schalt dieses Video ein. Da erkläre ich dir ganz genau, wie das funktioniert.